Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zur ersten Folge von Let's Play Your Level Super Mario Maker Edition. Wichtig, diese Folge und vermutlich auch die nächste werden aufgenommen, bevor ihr das Infovideo gesehen habt. Nur, dass ihr das schon mal Bescheid wisst. Heute spielen wir das Level vom lieben Chavalo, ich bin mir bis heute nicht sicher, wie sein Name ausgesprochen wird. @itsmechavalo auf Twitter. Und ja, wir werden ein Level suchen. Das sollte uns zum Level vom lieben Chavalo bringen. Mit dem Namen Goomba Paradies. Ich bin sehr gespannt. Hat immer eine Abschlussrate von 65%, also gehe ich nicht davon aus, dass es zu schwer wird. Wenn es tatsächlich nicht schwer genug ist, dann werden wir einfach noch ein anderes Level hinten dran hängen. Oh Gott, hallo. Kriegen wir hier ein Power-Up? Ja, kriegen wir. Gut. Ich bin so jemand, der sagt, warum spielt man das im originalen Mario... im originalen Mario-Theme ohne ein Amiibo-Mushroom zu benutzen? Sagte er und fiel in den Abgrund. Gut, den Mushroom können wir dann überspringen. Ich habe Skill. Vielleicht sollte ich den Mushroom einfach in Ruhe lassen da oben. Vielleicht sollte ich den einfach... Aber ich will den einsammeln. Ich will wissen, ob das... was das für ein Amiibo ist. Wenn es ein bestimmtes Kostüm ist. Nee, kann natürlich sein, dass es einfach nur so ein random Mushroom da reingehauen hat. Oh Gott. Ich wage zu behaupten, dass das kein zufälliges Kostüm ist. Oh, Blind Jumps. Blind Jumps sind immer toll. Oh Gott. Oh, Leben farmen. Hopp. 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 Oh Gott. Genug Leben gefarmt. Und zu Ende. Okay, das war jetzt nicht das schwerste Level. Es war nicht das schlechteste Level, das ich jemals gespielt habe. Es war auch nicht das beste. Ich habe gerade mein Gamepad gegen die Tischkante geschlagen. Aber war ganz okay. Wir schreiben dem noch einen lieben Kommentar. Warum nicht? Ich finde das Wii U Gamepad zerstört. Oh, benutze ich, um einen Beitrag zu verfassen. Seven. Das könnt ihr jetzt gar nicht sehen, ne? 7.8. Wo ist das? Outer 10. Too many. Das schreibe ich jetzt alles in Caps Lock natürlich, weil das automatisch eingestellt ist. Too many Goombas. Zwinker-Smiley. Jetzt habe ich in meinem netten Kommentar geschrieben. Schade, dass ich euch das nicht zeigen kann. Yay, ich habe den erfolgreich versendet. Und einen Stern habe ich auch automatisch vergeben. Das ist aber lieb. Dann würde ich sagen... Boah, wir haben es abgeschlossen. Ist das nicht richtig sick? Dann würde ich sagen, machen wir direkt das nächste Level hinterher. Vom lieben Driven Daredevil ID @chevilryu13 auf Twitter. Nimm doch mal Namen, die man leicht aussprechen kann. Oh mein Gott. Okay, das sieht interessant aus. Hey, einer von unseren Stages hat einen Kommentar erhalten. Chance Time! Ach stimmt, er oder sie, bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, erwähnte, dass das wohl an Mario Party angelehnt ist. Da oben sind wenig Leute gestorben. Ich frag mich warum. Oh Gott. Oh, da muss ich durchspringen, das ist aber lieb. Komm schon! Was für ein Assi muss man sein, um da oben... Moment, kann ich? Okay, schaffe ich das? Mit ein bisschen Glück... Nein! Sollte ich nicht. Verdammt, ich will den hier. Ich wollte gerne den... Och, komm schon. Ich wollte den da oben im Panzer killen. Das müsste ich theoretisch schaffen, wenn ich es geskillt anstelle. Oh, nein. Ich spring da einfach rein, das geht auch. Willst du mich verarschen? Oh Gott!
Ah, okay, so einer ist das. Okay, was machst du jetzt? Jetzt baust du dann nur noch hinterher, oder was? Hin und her. Offensichtlich. Hä? Hä? Oh, das ist aber lieb von dir. Aha. Oh Gott. Das ist aber weniger cool eigentlich. Moment, wo muss ich da? Oh mein Gott, was ist das denn für ein Level? Mega lustig. Oh Gott. Haha, eiskalt mit meiner Spiky Cap hier gekillt. Nein. Okay. Okay, easy. Nein. Nicht so easy. Geht weg. Ah! Ich liefere High Quality Commentary, wie man es von mir gewohnt ist. Ich will nicht da längs. Ich meine, ich will auch nicht hier längs, aber. Oh Gott! Hopp! Hopp! Nein! Was ist das für eine Stage? Holy shit! Okay. Ich muss wahrscheinlich genau vom richtigen Punkt abspringen, um da drinnen zu landen. Kann ich von. Nein, ich kann nicht hier von der Wand abspringen. Hier ist auch nicht irgendwo was versteckt? Nein? Okay. Oh. Okay. Okay. Ja, das ist auch kein Problem. Glaube ich. Ich glaube, es wäre schlauer gewesen, noch einen Panzer mitzunehmen. Aber ich werde jetzt nicht dahin zurückgehen und da versuchen, irgendwie durchzuspringen. Nein! Oh mein Gott, okay. Okay, damit lässt sich arbeiten. Jetzt will ich aber schon irgendwie. War das eine gute Idee? Ich glaube, nein. Bin ich nicht auch, davon bin ich auch schon den Weg hier gegangen. Ich kann die Kappe nicht ablegen, ne? Nein. Das heißt, es bringt mir hier gar nichts. Das heißt, ich. Okay, ich mach's einfach mit dem ersten Jump. Wie soll ich da. Ich will's gar nicht wissen. Oh Gott. Oh nein. Nein, nicht meine Kappe. Oh Gott, nein, nicht du. Oh. Was ist das für eine Stage? Holy shit, Satan! Chill mal deine Titten! Du sollst von der Wand abfangen! Oh boy, das wird eine lustige Folge. Haha, wie wir alle lachen. Oh. I'm so much on tilt right now. Hey, jemand hat das geschafft. Nee, da springe ich jetzt noch nicht. Ach, wo hat der. Danke. Fick deine komische Shell da hinten. Die will ich nicht. Hey, Feuerblume. Wanna. Ich möchte die Feuerblume jetzt eigentlich noch nicht einsammeln. Aber ich möchte trotzdem wissen, was da. Go. Ey, ich hasse dich.
Ich hoffe, du kriegst irgendeine ganz fiese Krankheit. Da unten ist eine Tür. Aber kommt man da überhaupt rein oder ist sie nur da, um mich zu trollen? Wahrscheinlich letzteres. Na los, wo bleibt der Goomba? Zumindest kann ich hier jetzt in Ruhe hochspringen. Oh Gott, da ist der Goomba. Nicht der Goomba, der Koopa. Ey, wie nett, ein Mushroom. Kann ich von hier aus... Aha! Skillen wir uns halt durch... Skillen wir uns halt durch diese Stage. Was ist das für ein Klingelgeräusch? 42. Oh! Oh, nein! Nein! Kann ich den... Nein! Der Stern da oben ist voll die Verarsche. Du kannst mit dem Stern nicht kontrolliert springen. Rip me. Ich glaube, ich mache eine Mario Maker Videoreihe. Die Leute schicken mir bestimmt voll die tollen Level. Nee. Und dann kackt Satan mir sowas voll auf die Fresse, ey. Das klang sehr falsch und ich entschuldige mich dafür. Ich möchte immer noch wissen, wie ich da hochkomme. Okay. Sterben, danke. Hopp. Hier den Dingens aktivieren, nur damit ich eine größere Fläche habe. Ich möchte gerne da oben drauf landen. Genau, damit ich die beiden... Nein! So. Damit ich hier oben einfacher durchkomme. So! Aha. Ich mach deine Teile da einfach kaputt. Das ist mir so egal. Lass mich raten, ich komm jetzt aus der Tür da unten raus. Ah, hier oben bin ich. Oh, ist das das Ziel? Ist es das Ziel? Fuck you! Also easy, ne? Also ihr müsst euch schon ein bisschen mehr Mühe geben. Das war jetzt nicht gerade eine Herausforderung. Kommentieren. Vielen Dank für das Level. Satan. Lachsmiley. Ich glaube, die Folge geht jetzt 15 Minuten und 40 Sekunden oder so, laut der Anzeige hier. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Zeit. Ich hoffe, dass mit der Aufnahme alles geklappt hat. Und dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr abonnieren, kommentieren, gut bewerten. Hinterlasst mir gerne die Codes für eure eigenen Level unten in der Videobeschreibung. Und ja, wenn ihr einen Twitter-Namen oder so habt, könnt ihr den auch mit dazu schreiben, denn ich werde da natürlich einen Shoutout machen und sowas. Und dann bis zum nächsten Mal und tschüss. Da habe ich mir gerade eine schöne neue
Verabschiedung ausgedacht, ne? Dann benutze ich sie nicht. Nochmal. Ich bin der Kuchenjäger. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann abonnieren, kommentieren, gut bewerten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschö tschö. Geht doch.